Kim Kardashian ist gerade erst in New York gelandet, aber wir verlieren langsam den Überblick über ihre Garderobe. Als sie mit Courtney am JFK-Flughafen landete, präsentierte Kim ihre neue Ponyfrisur. Die schwangere 32-Jährige mochte ihr Outfit und sah toll aus in einem lockeren schwarzen Kleid, das sie auch nachher beim Dinner mit Jonathan Cheban trug. Neuer Tag, neues Glück für den Reality-Star. Für ein Radiointerview bei Sirius FM trotzte Kim dem Wetter und trug ein kurzes Schwangerschaftskleid. Kurzer Stopp für ein Lunch, dann war Zeit für was Neues. Sie trug gelbe Spitze für ihren Auftritt in der Today Show. Das Kleid verdeckte ihren kleinen Babybauch und hatte gewagte Ausschnitte an der Seite. Die werdende Mama zeigte, dass eine Schwangerschaft sich nicht auf ihre Style-Standards auswirkt. Ein anderes Essen, ein anderes Outfit. Mit hohen Stiefeln und einer schwarzen Jacke zeigte sie ihre Kurven beim Dinner mit Courtney. Auch das Shoppen bei Barneys ging sich natürlich noch aus. Ohne das geht's schließlich nicht.